Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Old Wooden Trailer. Dieser kam ja vor kurzem im Mod-Hub heraus und in diesem Video möchte ich euch diesen mal genauer vorstellen. Vorab aber noch ein paar kleine Informationen zu diesem Mod. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Anhänger. Der Autor von diesem Mod heißt hier Rajot Geblay und Borsuk und die Modgröße beträgt ca. 4,61 MB. Ist verfügbar in der Version 1.000, aktuell für alle Plattformen. Beim Erstkauf von diesem Mod hier braucht ihr ca. 3 Slots, jeder weitere Kauf wird euch mit einem belegt. Und dann schauen wir uns das Ganze mal unter Mods und DLCs an. Und hier haben wir aktuell schon den Old Wooden Trainer. Wie man unten in der Leiste schon erkennen kann, kann dieser Anhänger sehr viel schon laden. Als Beispiel haben wir hier Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Hirse, Oliven, dann haben wir hier zum Beispiel Gras, Heu, Stroh, Silage, Häckselgut, Steine, Mist, Dünger, Zuckerrohr, Saatgut und. Dann haben wir hier aktuell den Lizard Old Wooden Trailer im Shop, aktuell mit Standardkapazität von 3051 Liter, wiegt ca. 3,6 Tonnen leer, Kostenpunkt 1600 Euro. In der Konfiguration habt ihr hier noch wählbar die Kapazitätswahl von 3051 Liter auf 2560 Liter oder halt in die Palettenform, wobei ihr halt hier Paletten, Saatgut oder damit transportieren könnt. Oder halt dann wieder die Kapazität von 3051 Liter. Reifenvariante ist hier wählbar Standard oder Breitreifen oder wieder Standard. Und die Hauptfarbe ist hier auch wählbar zwischen Rot und Rot 3. Dann haben wir hier noch Grün 1 bis 2. Blau hier, auch 1 bis 2. Dann haben wir hier Grau. Dann haben wir hier aktuell noch Rot. Rot 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Oder halt Grün 3, Grün 4. Und hier auch Grün bis 7. Dann haben wir hier noch wählbar Blau 3. Grau 2 bis 9, ne? Bis halt 9 oder 8 und dann halt Schwarz 1 bis 3 zum Beispiel. Die Designfarbe ist hier auch wählbar zwischen Braun, Braun 2, Braun 3, Braun 4, Braun 5, Braun 6, Braun 7 und Braun 8. Und die Felgenfarbe ist hier auch wiederum wählbar zwischen Rot 1 bis 3. Dann haben wir hier zweimal nochmal Grün, zweimal Blau, einmal haben wir hier Grau. Dann haben wir hier aktuell auch nochmal bis 9 Rot zum Beispiel. Oder halt nochmal hier Grün 3 bis 7. Einmal Blau dazwischen noch. Und dann haben wir hier Grau 2 bis 9. Oder halt Schwarz 1 bis 3. Dann kostet euch dieser Anhänger hier ca. in dieser Konfiguration 1600 Euro. Wir haben ja natürlich mal ein paar Anhänger mal hier hingestellt, sodass man halt uns das Ganze halt mal angucken können. Hier haben wir aktuell die Plattform dabei, da können wir halt Ballen, Paletten oder halt mehr draufstellen. Mal mit weniger Kapazität, mal mit mehr Kapazität oder halt gerne mal mit der Farbwahl wählbar. Dann habe ich mal was vorbereitet, was Kleines, und da würde ich einfach sagen, zwitschen wir mal gerne in den Traktor. Hier haben wir aktuell mal einen kleinen Masse hier genommen, ja. Und da würde ich einfach mal sagen, hängen wir den Anhänger mal an.
Einfach hier dabei hinfahren und dann ankoppeln. Und wir haben hier aktuell kein Licht. Wir haben halt nur die Tastenbelegung dabei. Wählbar im Prinzip auf hier abladen, L1 und R1 Dreieck. Oder im Prinzip wählen, Abkippseite hinten, also R1 und Steuerkreuz nach unten. Oder Abkippseite links oder rechts. Dann haben wir hier aktuell noch wählbar R1 und R3 für die Spanngurte wählen. Die sieht man dann hier unten drunter, ja, sodass man halt hier auch Spanngurte haben kann damit. Jetzt würde ich einfach mal sagen, laden wir mal ein bisschen Weizen. Ja, zack. Und fahren das ganz einfach mal hier in unser Silo rein. Wir haben hier Wählbar im Prinzip rechts, hinten oder links. Einmal links. Na, da geht die Klappe runter. Und der Vorbau hier weg. Ja, zack. Runter. Dann haben wir einmal hier rechts. Zack. Runter und kippt ab. Oder wir wählen im Prinzip hinten. Dann machen wir folgendermaßen. Das nach hinten. Zack. Und können dann hinten abkippen. Wenn der dann leer läuft, dann geht die Klappe wieder hoch und der Aufbau geht drauf. Und dann können wir hier dann weiterfahren. Ist auch cool gemacht, ne? Wenn man hier mal mitdenkt, dass das Ganze halt hier auch im Prinzip hier schön gemacht ist. Wenn man geht hier hin und holt den Vorbau oder die Halterung weg. Und kippt dann erst ab, ja, sodass man im Prinzip halt mehr Platz auf diesen Anhänger hat. Auf jeden Fall ist der schön klein gehalten, ja, auch einfach gemacht. Und mit der Farbwahl und mit der Kapazitätswahl könnt ihr euch auf jeden Fall damit gut einstellen mit. Wie gesagt, das Ganze ist halt Geschmackssache. Die einen mögen sowas, die anderen nicht so wirklich, ja. Aber für knapp 5 MB kann man hier auf jeden Fall nichts falsch machen. Das war es dann aber leider schon von dieser Mod-Vorstellung. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich gern über euer Feedback freuen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.